Diesmal nehme ich die letzte Seite von Julia Rösner unter meine Leselupe. Das Buch ist 2019 im Self-Publisher-Verlag Books on Demand mit 186 Seiten erschienen. Es handelt sich hier um die Fortsetzung zu Licht im Nebel, einem Roman, den ich schon vor ein paar Monaten gelesen habe und zu dem ich euch die Rezension hier verlinken werde. Denn die Bücher sind aufeinander aufbauend und es wäre sehr wichtig, dass ihr euch zuerst mit Licht im Nebel beschäftigt, bevor ihr euch dann der letzten Seite zuwendet. Der dritte Teil der Geschichte von Denisa und Mia wird voraussichtlich im Frühling irgendwann erscheinen und diese Reihe dann abschließen. Mia kehrt mit Denisa zusammen zu ihren Eltern zurück, die sie vor einigen Wochen im Streit verlassen hat. Dort wird sie mit der voranschreitenden Krankheit ihres Vaters konfrontiert und mit der Angst, dass es für eine Aussprache vielleicht schon bald zu spät sein könnte. Fremdsein und Geborgenheit mischen sich in Mia und alte Konflikte flammen plötzlich wieder auf. Doch alles ist leichter mit einer Freundin an der Seite und auch Denisa fasst den Mut, Dinge zu tun, die sie sich noch vor ein paar Wochen nicht getraut hätte. Die beiden Hauptfiguren Denisa und Mia kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Da haben wir uns allerdings vorwiegend mit Denisa, mit ihrem Leben beschäftigt. In diesem zweiten Teil steht nun Mia im Mittelpunkt der Handlung. Sie hat ein ganz anderes Naturell als Denisa. Sie ist sehr viel lebhafter und auch aufbrausender. In der Geschichte erfahren wir, dass sie ein recht braves, interessiertes und halt allgemein pflegeleichtes Kind war, bis sie dann schließlich doch noch in die Pubertät gekommen ist und bemerkt hat, dass diese ganzen Wahrheiten, die sie da von ihren Eltern übernommen hat, gar nicht zu ihrer gefühlten und gelebten Lebensrealität passen. Da hat sich eine Kluft aufgetan, die dann zu vielen Konflikten zwischen Mia und ihrem Vater geführt hat, die sich sehr belastet haben. Jetzt ist sie schon ein bisschen über 20 und nach dieser längeren Trennung von ihren Eltern fühlt sie sich plötzlich in einer ganz neuen Rolle ihnen gegenüber. Denn ihre Eltern haben selber Probleme, die haben genug mit sich selbst zu tun und behandeln sie plötzlich auch gar nicht mehr wie ein Kind. Vielmehr verlangen sie von ihr Hilfe und emotionale Unterstützung. Sie geben ihr dadurch auch vielleicht unbewusst das Gefühl, wichtig zu sein. Sie wird als Person wahrgenommen und dadurch fühlt sie sich stark. Viele der unterschwelligen Konflikte mit ihrem Vater entspannen sich dadurch auch ein bisschen. In dem Buch beschäftigen wir uns aber auch viel mit Mias Eltern, allen voran ihrem schwerkranken Vater. Er erscheint zunächst als eine etwas unnahbare Person, vor allem mir gegenüber. Aber schließlich zeigt uns vor allem er dann, dass es gerade diese Schicksalsschläge sind oder auch diese besonders schwierigen, herausfordernden Situationen im Leben, die uns dann dazu bringen, unsere Grenzen sehr stark wahrzunehmen und auch den Wunsch zu verspüren, über sie hinauszuwachsen, uns weiterzuentwickeln. So schafft es auch Mias Vater, indem ihm die Endlichkeit seines Lebens bewusst wird, auch mal über seinen Schatten zu springen und seine Gefühle offener zu zeigen und auch seine eingefahrenen Einstellungen ein bisschen zu lockern und dann zu sehen, was ihm jetzt eigentlich wirklich wichtig ist und was im Prinzip nur Nebensächlichkeiten waren. Themen wie Krankheit und Tod stehen sehr zentral in diesem Buch. Sie werden ganz feinfühlig behandelt und wir erfahren ganz echte, ganz realistische Gefühle, wie zum Beispiel das Nicht-Wahrhaben-Wollen dieser Situation oder auch der Hoffnung, dass dann alles vielleicht doch noch ganz anders kommen wird. Aber es wird auch die Erfahrung von körperlichem Schmerz und dieser einhergehenden Hilflosigkeit, die man empfindet, dargestellt. Und nicht zuletzt bekommen wir auch die traurige Realität von sozialer Vereinsamung und auch von emotionaler Überlastung zu spüren.
Aber diese Familie Küstner geht ganz einfühlsam mit dieser Krankheit des alten Mannes um und sie zeigen uns da so wie ein Vorbild, wie es möglich ist, eine derartige Situation Hand zu haben und vielleicht auch eben emotional nicht ganz kaputt zu überstehen. Und daraus dann eben auch wieder einen Neustart hinlegen zu können. Scheinbar nebenbei, aber trotzdem sehr intensiv, kommt dieses zweite Thema, das sich mit dem ersten verpflichtet zum Tragen, nämlich die Beziehung der beiden jungen Frauen zueinander. Sie kommen schon langsam aus diesem ersten Verliebtsein heraus und erleben sich nun auch in ganz neuen Situationen, in denen sie sich vorher noch nicht so gekannt haben. Sie erleben auch die Schattenseiten des anderen und es kommt dann auch in ihrer Beziehung zu dem Punkt, wo sie dann gewisse Seiten des anderen, die ihnen zuvor gefallen haben, die sie so toll fanden, plötzlich einfach als nervig oder unangenehm empfinden und sich denken, ach, warum muss sie immer so reagieren und kann nicht mal so sein, wie ich mir das gerade wünsche? Das ist ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess in einer Beziehung und ich fand das sehr, sehr schön und sehr, sehr innig, sehr gefühlvoll dargestellt. Die beiden gehen mit den Schattenseiten des jeweilig anderen unterschiedlich um. Es werden uns da verschiedene Zugangsweisen dargestellt. Und ich finde es sehr schön, wie auch bei allen Themen, die da im Buch auftauchen, dass es die Charaktere immer wieder in eine etwas extremere Richtung treibt, sie aber dann doch den Bogen auch schaffen und wieder zu einer vernünftigeren Einstellung finden, andere Meinungen gelten lassen und irgendwo in die Mitte zurückfinden. Also es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch dieses wunderbare Grau dazwischen, mit dem wir uns in unserer echten Welt also schließlich irgendwann doch arrangieren müssen. Den Schreibstil fand ich in diesem Buch wieder sehr angenehm, sehr flüssig zu lesen, ganz locker. Die Sprache von Julia Rösner ist eher bodenständig, orientiert sich an den beiden Charakteren, die sie beschreibt. Aber trotzdem sind ihre Formulierungen harmonisch und auch für uns Leser recht abwechslungsreich. Sie schafft es auch, alltägliche, aber auch außergewöhnliche Situationen zu beschreiben, ganz ohne etwas zu verherrlichen oder zu dramatisieren oder auch unnötig in die Länge zu ziehen. Das fand ich sehr erfrischend, sehr, sehr gut gelungen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Mein Fazit. Ich fand die letzte Seite sogar noch ein bisschen besser gelungen als Licht im Nebel, weil mir ganz einfach der Schreibstil noch besser gefallen hat. Den fand ich noch besser zu lesen, noch flüssiger. Es war auch wunderbar, dass die Charaktere noch mehr Tiefe gewonnen haben und wir sie noch besser kennenlernen konnten. Und besonders bemerkenswert fand ich, dass die Autorin es geschafft hat, mich am Ende dieses Buches mit einem hoffnungsvollen, so zuversichtlichen, schönen Gefühl in mir drinnen zurückzulassen, was ich mir bei der ganzen Thematik eigentlich gar nicht erwartet habe. Dieses dünne Buch liefert sehr, sehr viel Inhalt. Es ist niemals oberflächlich, sondern unglaublich tiefgründig und durch die Themen, die es bearbeitet, die es uns darbietet, war es für mich als Leser eine wirklich reichhaltige und ansprechende Leseerfahrung. Ich verlinke euch den YouTube-Kanal von Julia Rösner noch, auf dem ihr euch eine Leseprobe zu diesem Buch anhören oder euch an den anderen literarischen und poetischen Inhalten dort erfreuen könnt. Falls ihr eine Meinung zu diesem Buch habt oder euch die Themen besonders interessieren, schreibt gerne etwas in die Kommentare und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber Lesen.